Es gibt jahrzehntelange Forschung in den Verhaltenswissenschaften, dass Feedback einfach wahnsinnig wirksam ist, um Verhalten zu ändern. Und im Energiebereich hat es bisher so bedingt gut funktioniert, weil das Feedback oft nur sehr abstrakt gegeben worden ist. Also wie viele Kilowattstunden hat der Haushalt im letzten Monat verbraucht? Und damit kann keiner was anfangen. Die Studie zeigt, dass man mit Feedback, das man während der Handlung und eben zu einer konkreten Handlung bekommt, sehr große Energieeinsparungen erzielen kann, von über 20% von dem Energieverbrauch der Handlung. Also wir haben konkret beim Duschen pro Haushalt durchschnittlich 450 Kilowattstunden eingespart, was viel mehr ist, als was der typische Schweizer Haushalt für Beleuchtung pro Jahr verbraucht. Genau das haben wir in einer Studie untersucht, nämlich ob dieses Feedback auch bei normalsterblichen Hotelgästen funktioniert. Und die Ergebnisse zeigen, dass es dort genauso wirksam ist. Der Fokus auf finanzielle Einsparungen kann zum Teil sogar schädlich sein, also dass Leute dann weniger einsparen, weil man beispielsweise sagt, naja, also die 20 Rappen, das kann ich mir leisten. Das Feedback sollte zu einer konkreten Handlung sein. Es sollte eine energieintensive Handlung sein, wo ich wirklich eine Wirkung erzielen kann. Und drittens sollte das Feedback während der Handlung gegeben werden, während ich noch eine Chance habe, was an meinem Verhalten zu ändern.